Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sven und ich möchte mit euch heute so ein bisschen darüber philosophieren, ob Geld wirklich glücklich macht. Also ich bin persönlich der Meinung, dass Geld natürlich nicht glücklich macht, aber ohne Geld ist es natürlich ziemlich schwierig in dieser kapitalistisch eingestellten Welt zu überleben. Und die Frage ist natürlich auch, will ich bis an mein Lebensende irgendwie arbeiten gehen müssen? Will ich vorher nicht schon ein bisschen ausgesorgt haben und dann früher in Ruhestand gehen zu können? Habe ich überhaupt Geld, das ich zur Seite legen kann, um so ein bisschen für diesen Ruhestand dann vorzusorgen? Ist gar nicht so einfach und es ist super interessant, also echt unterschiedlich, mit wem man dann am Ende auch spricht und redet. Zum Beispiel ein Arbeitskollege von mir sagt, ja, sie brauchen jetzt ein neues Auto, weil das alte ist kaputt und sie wollen aber keinen Gebrauchten kaufen, sondern lieber ein neues Fahrzeug und er hat jetzt zwei Kids und es ist super schwierig, jetzt irgendwie Geld zur Seite zu legen. Aber wenn die Kinder irgendwann mal aus dem Haus sind, dann will er auf jeden Fall das Geld, was er dann da sparen kann, eben zur Seite legen. Die Frage ist halt, ne, wenn die Kinder jetzt irgendwie 4, 5 Jahre alt sind, da weißt du jetzt schon, super schwierig, weil es wird unglaublich viele Jahre dauern, bis du diese Kinder nicht mehr finanzieren musst oder natürlich auch willst. Ne? Als Elternteil möchte man ja auch seine Kinder irgendwie unterstützen, was man natürlich verstehen kann. Aber trotzdem ist die Frage, ob du nicht heute eigentlich anfangen muss zu sparen und es sei es eben nur eine gewisse kleine Anzahl an Euronen, aber dann zu sagen, nee, ich kann jetzt nicht, finde ich super, super schwierig, sondern du musst dich jetzt aktiv dazu entscheiden, etwas für die Zukunft zu machen und dann auch zu sagen, okay, ich habe irgendwo was gespart, nehme ich direkt, packe ich auf einen ETF-Sparplan, nehme ich direkt, investiere ich in irgendwie Einzelaktien oder sowas. Was mir dabei hilft, ist zum Beispiel, ich hatte einen Handyvertrag abgeschlossen und habe dann jetzt bei der Gesellschaft angerufen und ihnen gesagt, hey, bin jetzt aber nicht mehr so zufrieden, beziehungsweise ja, der Vertrag läuft Ende des Jahres aus, was habe ich denn für Optionen, sonst müsste ich halt kündigen. Dann hieß es so von, ja, wir können das Ihnen verlängern und wenn Sie ein Jahr länger machen, dann können wir sogar Konditionen runtergehen und Sie können super viel sparen, weil Sie haben ja jetzt nicht mehr das Handy im Vertrag mit, sondern tatsächlich dann nur die Datenflatrate und das ist sogar mehr als vorher. Da dachte ich, wow, super cool, habe ich direkt gemacht. Und das Geld, was ich dort gespart habe, habe ich direkt genutzt und wiederum anzulegen. Ja? Direkt einen neuen ETF-Sparplan aufgemacht, zack, rein damit. Das Geld vermisst du nicht, weil es war vorher sowieso auch jeden Monat weg. Also kannst jetzt, es ist immer noch weg, nur es arbeitet dann langfristig für dich. Und ja, viele Menschen, vor allem in Deutschland, haben eben auch ein super negatives Mindset zum Thema Geld. So, oh, es fehlt immer, ich habe nie genug davon, ist voll schlecht. Und es ist auch immer negativ irgendwie behaftet. Was ich total schade finde, weil Geld ist am Ende des Tages nur Mittel zum Zweck. Also es ist ja eine Energieform im Prinzip für eine gelieferte Ware oder für eine Dienstleistung. Und das sollte man sich schon versuchen auch zunutze zu machen und selbst davon auch zu profitieren, weil ich sage ganz ehrlich, also man weiß ja nicht, was für die nächsten Jahre auf uns zukommt, aber bis ich irgendwann mal in Rente gehe, weiß ich gar nicht, ob es noch Rente gibt. Vielleicht heißt das dann anders oder irgendwie sieht anders aus, keine Ahnung. Kann man alles nicht wissen und ich kann auch heute jetzt natürlich noch nicht wissen, das, was ich jetzt alles mache, ist es überhaupt sinnig. Habe ich dann am Ende tatsächlich so viel mehr, wie ich jetzt mir natürlich dadurch erhoffe. Man sollte aber zumindest anfangen und es gibt ja einem auch ein persönliches Gefühl von Sicherheit. Und mir würde es, glaube ich, nicht gut gehen, wenn ich wüsste, oh fuck, ich habe jetzt noch 5 Euro, ich muss jetzt noch eine Woche mit 5 Euro irgendwie klarkommen, um am Ende des Monats eben nicht irgendwie wieder ins Minus zu rutschen. Ja, schwierig. Und dann muss man sich wirklich hinsetzen, okay, was kann ich vielleicht tun, um dieser gesamten Situation entgegenzuwirken? Sei es, ich mache einen Nebenjob, sei es, ich verkaufe irgendwelche Sachen, sei es, ich reduziere was von meinem Konsum, den ich tagtäglich irgendwie in mich reinpfeife. Es sind ja meistens so Leute, die irgendwie sagen, ja, ich habe ja kein Geld. Aber auf der anderen Seite irgendwie jeden Morgen zum Starbucks gehen und dann sagen, oh ja, aber mein Kaffee, Frappuccino, Latte mit 75 Milliliter davon, 3 Milliliter davon und gewürfelten Zucker aus Uganda, keine Ahnung, ja. Den brauche ich aber schon morgens, weil ansonsten kann ich ja gar nicht in den Tag starten. So, und wenn man da dann das Bewusstsein für entwickelt und sagt, okay, vielleicht brauche ich nicht den krassen Starbucks-Kaffee, sondern ich kann mir zu Hause einen Kaffee machen, den nehme ich einfach mit. Und die Kohle, die ich dazwischen drin spare, nehme ich einfach und lege ich an und profitiere dann langfristig davon. Es geht ja auch gar nicht darum, irgendwie reich zu werden. Reich ist sowieso immer der Begriff, so eine Definitionssache, sondern wirklich
zu gucken, für sich selbst vorzusorgen, weil wenn man sich mal ausrechnet, so die eigene Rentenlücke, da dürfte dem einen oder anderen durchaus schlecht werden. Und wenn man da nicht rechtzeitig was macht, dann gibt es ein ganz, ganz böses Überraschen. Und ich kenne auch jetzt schon Leute, die in den nächsten Jahren in Rente gehen werden, die sagen, puh, scheiße, ich habe zu wenig gemacht früher, das reicht mir auf jeden Fall nicht. Ich muss in irgendeiner Art und Weise auf jeden Fall weiterarbeiten, egal ob ich das will oder nicht. Und ich finde, wenn man irgendwie sein ganzes Leben lang gearbeitet hat, 40 Jahre, 45 Jahre, wie lange auch immer, sollte man auch irgendwann mal ja, in den verdienten Ruhestand gehen dürfen und eben nicht dann mehr oder weniger bis zu dem Tag, wo man dann umfällt, arbeiten muss. Das waren so ein, zwei Eindrücke von meiner Seite. Wie seht ihr das ganze Thema? Würde mich natürlich freuen, wenn ihr kommentieren würdet und auch wenn ihr mir ein Abo dalassen würdet. Mal wieder vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin, euer Sven.